Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout Nummer 4, immer noch in der Vault 88 und wir sollen jetzt den Super Strampler 2712-2023, Schutz 0, Betten 1, es gibt nur ein Bett, wir haben 4 Leute. Ach ja, die Ghoulfrau braucht auch noch was, die hat ja selber auch ein Bett, wir haben 3 neue Leute dazu bekommen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, das hier, Siedler bleiben fit, erzeugen aber Energie, das hier wäre wohl das Stramplerrad, Powerrad 1000 Prototyp, produziert 2 Strom, ist total super. Wir brauchen dafür aber erstmal Strukturen, ich guck mal ganz kurz, Metall, Beton, hallo? Türen, Zäune, Miscellaneous, Snappenbild. Snappenbild? Industrial Bridges. Okay, cool. Miscellaneous, ich geh mal ganz kurz gucken. Strukturen, Türen, Beton, Metall. Es müsste eigentlich Metall sein hier unten. Das sind Dächer. Fertighäuser. Nein. Metallböden, dachte ich vielleicht. Holz, nein. Betonböden vielleicht. Was ist das hier? Betonböden? Sind das Vault-Sachen oder... Es ist nicht... Ja, ich weiß es nicht genau. Es sieht alles so nicht voltig aus, finde ich. Wände. Böden. Das sind Dächer. Okay, das ist ja großartig. Treppen. Wo sind denn hier die Vault-Sachen alle? Strukturen? Das sind Strukturen. Hier haben wir alles mögliche an Türen. Was heißt M? Was heißt das M da oben rechts? Wir hatten ja vorher die Todeskralle, pipapo. Jetzt haben wir hier irgendwas mit M. Aha, aha. Es gibt eine Menge Türen hier. So, das hier sieht vernünftigerweise... Toll, dass ich das nicht drehen... Kann ich das drehen? Snaps to Doorframes. Ne, hier offenbar ja nicht. Okay. Also Türen haben wir eine Menge. Lalalalalalala. Eine Menge Türen können wir ja auch einbauen. Es ist ein bisschen hinderlich natürlich gerade mit den Mods, weil ich jetzt nicht genau weiß, wo ich gucken muss. Ich weiß auch nicht genau, wo die Vault-Sachen hier alle sind. Das hier sieht alles schäbig aus. Diese Türen mag ich ganz gerne. Die können wir später mal verwenden. Wir haben einfach jetzt sehr, sehr, sehr viel Auswahl. Was ist das denn? Vault-Tür. Ach so. Vault-Tür. Snap die... Ah, die snappt da dran. Okay. Ah, das ist eine riesige... Das ist so eine richtig riesige Vault-Tür. Das ist ja geil. Kurz mal gucken bei der Vault-Tür. Das ist das Vault-Symbol oben rechts. Okay. Wir brauchen also Sachen mit dem Vault-Symbol. Miscellaneous. Holz glaube ich nicht. Bei Böden. Ich glaube nicht, dass das hier ein Holzboden ist. Ich gehe mal kurz gucken. Das hier ist alles... Ach, das M steht für Mod. Alles klar. Das M steht für Mod. Jut, jut, jut. Dächer, Treppen, sonstiges... Wir müssen auch bei Metall irgendwas haben. Dächer, Wände, Fertighäuser. Gibt's hier vielleicht irgendwas? Nein. Wände? Aber die Böden müssen doch irgendwo sein. Dächer? Mehr Dächer gibt's hier offenbar nicht. Hä, Metall, das war's. Strukturen. Böden. Das sind die ganzen Fight Club-Böden und sowas. Möbel, Dekoration. Ich weiß nicht, wo wir die Böden der Vault herkriegen. Also wo wir jetzt hier, speziell diese hier, Atriumboden. Die würde ich gerne bauen. Ich weiß aber nicht genau, wo die jetzt sind. Käfige, Raider. Ach, das von Raider-Krams ist von Nuka World. Alles klar. Okay, gut zu wissen. Wusste ich vorher nicht. Das hier sind alles Mod. Ja, na, nicht alles. Einiges. Ich guck mal ganz kurz durch. Das ist auch Nuka World. Da sieht man an einem Fläschchen da oben. Läden. Mod. So, bitte quatsch mich nicht voll, Oma. Ich muss hier echt gerade gucken. So. Sag mal. Was fällt dir denn ein? So, was ist das denn hier? Ressourcen, sonstiges. Was kann ich da jetzt bauen? Und er latscht hier einfach die ganze Zeit hinterher. Wie so ein... Ja... Sie ist, glaube ich, so ein bisschen Kuga-mäßig unterwegs. Sie ist erst 3000 Jahre alt. Was ist das denn hier? OP-Stuhl. Und Frisierstuhl. Ah. Ein Pranger. Auch interessant. Fast Travel. Auch sehr schön. Für Essen können wir auch noch verschiedene Sachen machen. Lalalala. Vieles aus den Mods. Ich weiß nicht genau, was wir da noch alles haben. Wasser. Wasserpumpe haben wir jetzt zum Glück. Die müssen wir nur noch anschließen. Wasser haben wir hier nämlich auch zu wenig. Und Schutz müssen wir auch mal gucken, dass wir da was machen, was entsprechendes. Energiegeneratoren. Ich brauche auf jeden Fall Böden. Spezial. Ich kann hier einen Strampler hinbauen. Wir brauchen aber auf jeden Fall Böden. Ich weiß nur echt nicht Metall.
Wir haben keine Metallböden. Ich weiß nicht genau warum. Fertig, Metalldächer. Das war's. Ich weiß nicht genau, was das soll. Holzböden will ich hier nicht machen. In der Vault Holzböden finde ich unpässlich irgendwie. Können wir hier alles ranbauen? Sieht man, ne? Passt alles auch sehr gut, aber ich bin ganz ehrlich, in der Vault mit Holz, ich meine, interessant, aber nein. Beton, Dächer, Wände, Böden. Boden klein, Bodenkurve, Boden oben. Tja, wir könnten natürlich das hier machen. Aber so richtig... Ich finde es nicht richtig. Ich finde es nicht richtig. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht können wir die ja später wieder austauschen. Ich weiß es nicht. So, hier können wir das nicht dran bauen. Wir müssen es hier dran bauen. Wir brauchen auch noch die Wände von der Vault. Die brauchen wir ja auch noch. Ich hoffe, dass die Mods jetzt nicht irgendwie was überschreiben oder so. Das wäre natürlich auch schäbig. Betonfundament, normaler Boden. Dächer. Treppen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Mod hieß, wo man diese Arenen bauen konnte. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ja, wir haben nur Holz. Ich weiß nicht genau, wo der Rest ist. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass da irgendwelche ID-Konflikte oder sowas sind, dass wir nichts bauen können. Ich dachte gerade, die Alte schläft, aber es ist einfach normaler Ghoul. Und die Alte schläft trotzdem. Und er steht die ganze Zeit da und wartet darauf, dass sie aufwacht. So ein lieber Bub. Okay. Hier ist jetzt Vault Overseer Gedingse. Ich würde gerne auch sowas hier bauen, zum Beispiel. Hier, so eine Wand würde ich gerne bauen. Wir haben jetzt einen Check-Upper-Floor, will ich gar nicht. Atrium-Wand unten. Atrium-Wand-Mitte. Guck mal, die Wand unten hat nämlich direkt da unten den Boden dran. Wo kriege ich die Atriumwand her? Strukturen, Metall. Wände. Aber ich sehe hier keine Atriumwand. Das ist ja irgendwie falsch. Da fehlt was. Betonmauer, Schräg, Eingang, Kurve, finde ich alles super. Aber da fehlt was. Das passt so nicht. Michelinus, lalala, Brace. Hier haben wir ganz viele tolle Sachen. Ja, okay, die brauchen wir nicht unbedingt. Aber wir können ja theoretisch können wir ja ganz viele tolle Sachen bauen. Das finde ich sehr super. Aber mich interessiert gerade natürlich eigentlich nur Stairs. Also Stufen haben wir da auch. Telefon, Pole, Deko-mäßig haben wir eine ganze Menge. Busse können wir auch bauen, wenn es denn beliebt. Wohnwagen finde ich auch super. Aber das bringt momentan nichts. Industrial Bridges. Okay, damit können wir Brücken bauen. Ist aber alles von der Mod. Können wir hier super gebrauchen, ist aber alles nur Modding. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas fehlt oder ich weiß nicht genau, wo das drin ist. Bodenbelege, Dekoration ist es ja nicht. Das sind ja wirklich Wände und sowas. Möbel. Miscellaneous. Das hier ist von hier, Aufseher-Schreibtisch. Ansonsten... Ja, viel gemoddetes. Lalalala. Terrarium. Finde ich auch großartig. Hier, das hier ist alles noch Vault-Inventar. Gehört alles zu Vault. Das zeigt auch alles richtig an. Nur die Wände und die Böden. Die scheinen irgendwie komplett zu fehlen. Custom Beds. Ist alles nur Mod. Hä? Das hier ist ein Bett? Okay, das sind coole Betten hier. Die kann man an einem Vault auch gut brauchen. Alles gemoddet, alles gemoddet, alles gemoddet. Alles durch Mods, Custom Chairs, Custom Benches. Hier sind auch Bänke. Auch alles nur aus einer Mod. Auch sehr cool. Haben wir eine Menge Auswahl. Finde ich sehr, sehr gut. Nur gebrauchen können wir es aktuell leider nicht. Custom Containers. Auch sehr, sehr schön, um Sachen irgendwo zu verstauen. Pipapo, Stauraum, lalala. Und zwar eine ganze Menge davon. Nur leider nicht das, was wir suchen. Was sind das? Fireplace. Ach, cool. Protectron Pot. Prot. Fischständer. Den brauche ich auch unbedingt. Fischständer sind so wichtig. Ach, das war auch von dem DLC. Und jetzt haben wir hier...
von dem Vault 88 DLC haben wir hier noch ganz verschiedene Sachen. Alles ganz großartig, auch Theke und so, alles super. Es bringt uns nur leider überhaupt nichts. Was haben wir denn hier? Im Schlänges. Blutsäcke, das meiste gemoddet. Wobei, das hier? Ne, das ist aus der Mod. Das ist aus dem DLC. Hier, alles DLC. Alles vom Vault DLC. Das heißt, es gibt schon eine ganze Menge, was wir da nutzen können. Stuhlmäßig kommt da bestimmt auch gleich noch einiges. Lalalala. Wir haben zu viel. Wir haben auch einfach zu viel Auswahl. Aber lieber zu viel als zu wenig. Ach, das ist der, wo man ins Traumland reisen kann. Ich wünsche, das wäre mehr genutzt worden. Surgery Chair. Ach, cool. Sit to Open Surgery Interface. Da können wir uns quasi selber noch ein bisschen... Wir brauchen aber Arzt. Benötigter Rang 1, Arzt. Wir können es aber selber dann noch ein bisschen zurecht machen. So, das hier ist wieder alles Vault-Krams. Das kam alles hier mit Vault 88 dazu. Einiges davon haben wir schon als... Ja, vieles davon haben wir als Mod schon dabei. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal die eine Mod rausschmeißen, mit der wir so viele Bauoptionen haben. Vielleicht ist es dann besser. Okay, hier haben wir das Rad. Das Rad baue ich erstmal. Ja, es hilft ja nichts. Wir bauen es jetzt erstmal hier hin. So, bauen. Benötigt noch jemanden? Abgeschlossen. Verbinde ein Terminal mit dem Powerrad und lege die Parameter des Experiments fest. Ein Terminal. Wie kann ich denn ein Terminal? Was für ein Terminal baue ich denn da jetzt hin? Was für ein Terminal? Give me Terminal. Give me Terminal. Schnell, bitte, bitte, schnell, bitte, bitte, schnell. Haben wir denn hier ein Terminal? Stecker und Schalter. Lichte, sonstiges. Hier ist ein Terminal. Benötigt ein Strom. Würde ich gerne auf den Tisch stellen. Ist das hier auch... Das sind auch alles Terminals. Ach, cool. Alles Terminals. Benötigt alles ein Strom. Das finde ich sehr gut. Oder hier. Nee, das ist eine Lightbox. Ach so, Entschuldigung. Leuchtkasten, Voltec. Ich will ja nicht angeben, aber es gibt Gerüchte, dass ich der nächste Aufseher werde. Pff, von mir aus? Ich folge blind jedem mit einem offiziellen Titel. Schön gesagt. Eine Wurfmaschine. Ach, das sind die. Ah, das sind auch diese Geschichten. Ja, ja, ja. Wir können noch einiges bauen. Stimmt. Das hier, übergroße Nixi-Röhre. Ich guck mal ganz kurz. Ich baue jetzt mal einfach ein Terminal dahin. Voltec-Bewohner-Verwaltungssystem. Das haben wir noch nicht. Das brauchen wir noch nicht. Lightbox. Ach, man kann ja so schön viel machen eigentlich. So, wo ist denn das Fahrrad? Hier das Fahrrad. Ich stelle mal den Kasten genau daneben auf. Hier. Zack. Und jetzt müsste ich die eigentlich noch verbinden. Space, Space. Theoretisch sind die jetzt verbunden. Ich glaube, nur dieses Terminal wird nicht funktionieren, oder? Wir brauchen ein bestimmtes Terminal dafür. Wir brauchen wahrscheinlich ein Terminal, was von der Vault freigegeben wurde. Denn ich kann hier nicht E drücken. Ich kann keine Parameter machen. Ich kann mich mal dran setzen. Ausdauererhöhung hinzugefügt. Okay. Habe ich jetzt schon Strom erzeugt? Hör mal, Preston. Befehl. Hey, zeig es mir. Mit was? Ja? Was denkst du, wie es so läuft? Wenn jeder bereit wäre, ein Gewehr in die Hand zu nehmen und seine Nachbarn zu beschützen, hätten die Raider keine Chance. Was denkst du über unsere Beziehung? Ich glaube, du hast alles, was ein großer Anführer braucht. Aber du musst dich noch beweisen. Wie kann ich mich hier beweisen? Okay, wegschicken, vergiss es hier. Sonst erstmal nichts weiter. Okay. So, Terminal scheint so nicht zu funktionieren. Ich glaube, wir haben auch immer noch die Quest mit dem Terminal. Verbinde ein Terminal mit dem Powerrad. Ja, haben wir natürlich noch nicht. So, automatisch speichern. Wir hauen das Terminal mal kurz weg. Ich glaube... Ach so, benötigt Energie 1. Aber hier, das macht doch... Produziert Energie. Ja, scheint nicht so gut. Okay, verwerten. Wir verwerten das mal ganz kurz. Vielleicht liegt es daran, dass es aus der Mod kommt. Kann ich hier... Haben wir ein DLC-Terminal oder haben wir ein ganz normales Terminal irgendwo hier? Recruitment Radio Beacon. Ich guck mal ganz kurz. Vielleicht brauchen wir da eins, was mit der Vault 88 ankam. Bewohnerverwaltungssystem, das wird es ja wohl nicht sein. Schrottmörser. Sonstiges. Lalalala. Nein, da ist nichts dabei. Energie Lights. Stecker und Schalter. Generatoren. Da wird wahrscheinlich auch nichts dabei sein. Es sei denn, wir müssen das Terminal extra noch mit Strom versorgen. Es wird nicht übers Fahrrad versorgt. Pressure Plate.
Beschuss-Klickschalter. Das finde ich auch sehr gut. Wall-Stromleitung. Aha. Wall-Stromleitung. Das finde ich gut. Verschiedene Stromleitungsoptionen finde ich sehr, sehr gut. Generatoren, das hier Fusion Reactor. Ist irgendwie unsichtbar. Also mit der Mod gibt es da wahrscheinlich irgendwelche Probleme, wie es aussieht. Solarpaneele, juhu. Das hier sind alles von externen Mods. Das hier wäre Energiegenerator. Das wäre von der Voltec-Reaktor. 150 Strom. Schön, 500 Strom! Voltec-Superreaktor, 500 Strom! Oh, ich erkenne das Ding da drauf. Haben wir das hier nicht zufällig irgendwo da drüben rumliegen und das hat nicht funktioniert? Ich glaube, wir können das hier einfach verwerten. So, verwerten. Die Pöller hier auch mal schnell verwerten. Zack. So, verwerten. Okay, gut, dass wir das hier nicht verwertet haben, sonst hätte die Alte nichts zum Pennen gehabt. Jetzt haben wir wenigstens ein Bett gehabt. Wir brauchen, die Moral geht runter, wir brauchen mehrere Betten, wir brauchen Pipapo, wir brauchen Wohnraum. Vor allen Dingen brauchen wir aber, wir brauchen Bodenplatten. Vielleicht mache ich erstmal ein paar Betten irgendwo hin, damit die zumindest schon mal schlafen können. Ich weiß allerdings nicht wohin, ohne dass es unsicher ist. Ich möchte nicht direkt hier die Betten hinbauen. Oh, da ist ja noch unsere Rüstung. Das wäre irgendwie ungeil. Vielleicht baue ich die Betten erstmal im Eingangsbereich oder irgendwie sowas. Hier unten kann ich auch alles wegräumen, ne? Weil hier auch so viel Müll durcheinander fliegt. Guck mal, hier sowas hier zum Beispiel. Was ist das hier? Voltec-Reaktor produziert 150 Strom. Okay, also Strom haben wir eigentlich schon mal. Der ist nur nicht verbunden irgendwo. Ich glaube, vielleicht liegt es daran, vielleicht musste man das Terminal erstmal verbinden, damit wir es benutzen konnten. Ich mach das mal anders. Pass auf. Nein. Wir nehmen mal kurz das Fahrrad. So, Enter auswählen. Zack. Das bringe ich mal ganz kurz nach unten. Dann können wir es auch im Terminal anschließen. Ich weiß nicht genau, um welchem. So, und wir können das hier erstmal... Ne, wir stellen das erstmal hier unten so hin. So, platzieren. Und haben wir hier ein Terminal schon? Nee, ne? Haben wir noch nicht. Aber wir können gleich eins hinstellen. Vielleicht kann man ganz normales da hinstellen. Das Fahrrad schließen wir an den Reaktor an. Weiß gar nicht, was nötig ist, ehrlich gesagt. Anschließend. Generatoren, Stecker und Schalter, sonstiges. Wir müssten aber ein Terminal haben, eigentlich was von Voltec mitkommt, oder? Haben wir ein ganz normales, stinknormales Terminal. Die sind ja alle von Mods. Die Terminals hier sind alle von irgendwelchen Mods. So, bauen wir das da hin. Okay, das geht da nicht, das geht da nicht. Auswählen, kann ich das Terminal vielleicht irgendwo anders hinstellen? Vielleicht hier so. So. Komischerweise geht das nicht. Kann ich das hier wieder ab... Kabel. Enter auswählen, Tab lagern. Kabel einlagern. Das kommt. Hä? Ich kann das Terminal nicht anschließen. Das geht. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich bei der Energie nicht irgendwie. Lalalala. Sonstiges. Generatoren. Warte kurz. Das sind die normalen Generatoren, Stecker und Schalter. Da gucke ich mal eben. Wenn ich jetzt hier oben drauf so ein Ding mache, das geht. Doch, das geht. Mal gucken. Wie? Das geht immer nur da. Okay. Auswählen. Ich mache das hier mal in die Kante. So, dann geht es nämlich auch daran. Und dann. So. Müsste Strom überall dran... ich weiß nicht genau, ob ich das Terminal dann so ankriege. Das weiß ich nicht genau. Fukit. Bauen mit. Was? So. Enter auswählen. Mal gucken. Ganz kurz.
Abbrechen, Tab lagern. Ja. Kann ich vielleicht das Terminal so anbinden? Geht das? Ich bin sicher, ich habe es noch nicht geschafft. Terminal benutzen. Powerrad-Experiment. Doch, es klappt. Eigentum von Vortec. Parameter des Experiments auswählen. Zusätzliche Energieerzeugung, Anreize für längere Benutzung, Umgebungsoptimierung, Notizen von Dr. Braun. Wo auch immer die jetzt herkommen. Das Powerrad 1000 ist bereits erfolgreich. Verschwenderische körperliche Betätigung wird zu sauberer Energie. Jedoch mache ich es dem F- und E-Team zur Aufgabe, noch weiter zu denken. Wie können wir dieses Produkt noch verbessern? Eröffnet es Möglichkeiten, andere Ziele von Vortec voranzutreiben. Zusätzliche Energieerzeugung. Forschungsaufzeichnung. Durch Zufügen von Elektroschocks beim Unterschreiten akzeptabler Werte für die Umdrehung pro Minute kann die Menge der erzeugten Energie erhöht werden. Boah! Durch Zufügen von Elektroschocks, schön. Aber das verbraucht doch wieder Energie. Spannung nach mehreren fehlgeschlagenen Experimenten um 50% verringert, siehe Autopsie 130K und 130L. Hinweis, es wird empfohlen, einen Feuerlöscher in Griffweite zu... Oh, ist das böse. Parameter übernehmen. Lass Clem eine Stunde lang fahren. Gewählte Parameter zusätzlich... Nein! 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 Das wollte ich nicht! Nein! Nein! Ich fahr selber. Ich fahr selber. Clem, warte. Komm. Ich teste das erstmal selber. Oh, der arme Clem! Der wird verbrennen! Na gut, wir sind natürlich auch, wir sind natürlich Herkules. Ich speichere mal ganz kurz. Okay, Clem, ich habe gespeichert. Bitteschön. Das wollte ich nicht. Das ist alles? Also, dann, stampel ich einfach weiter. Das macht irgendwie Spaß. Au! Was? Du! Das Rad ist... Au! Kaputt! Ich strampel einfach weiter. Oh oh. Ich habe Angst um Klippen. Ich habe keinen Feuerlöscher dabei. Okay, der strampelt und strampelt. Okay, ich guck mal kurz Terminal. Haben wir da irgendwas schon? Powerrad-Experiment? Nee, momentan noch nicht. Wir müssen ihn eine Stunde lang strampeln lassen. Ich hoffe, der explodiert jetzt nicht oder irgendwas. Oder geht in Flammen auf. Nein, Clem, werd nicht langsamer. Werd nicht langsamer. Werd nicht langsamer. Werd nicht langsamer. Clem, go. Clem, go. Oh. Und jetzt wird er wieder schneller. Ich hoffe nur, der fängt jetzt nicht an zu bronzen. Das wäre nicht so gut. Okay, immerhin haben wir es hingekriegt, dass hier alles funktioniert. Da bin ich ganz happy drum. Okay, go, Clem. Geht's denn? Ich will nur ein bisschen handeln. Ach so, nee, will ich gar nicht. Ich freue mich so, hier zu sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ja, dann strampel mal ein bisschen, sonst macht's... Und schon legt er wieder los. Okay, das scheint zu klappen. Clem geht nicht in Flammen auf. So, unsere abenteuerliche Konstruktion funktioniert auch. Das ist ganz gut. So. Powerrad 1000, Prototyp. Er muss ja eh eine Stunde muss er strampeln. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts, was ich bereuen würde später. Der Clem ist ein lieber Junge. Aber das wäre wahrscheinlich sonst schon passiert. Hey! Lass uns handeln! Nein! Klar! Nein, nein, ich will gar nicht. Abgeschlossen, sprich mit Clem! Was? Was war das denn? Clem? Oh. Hätte ich jetzt gerne gesehen. Hey. Oh Mann, tut mir leid. Ich hab deinen Vault kaputt gemacht. Ich war so aufgeregt und
wollte gute Arbeit machen. Also bin ich immer schneller gestrampelt. Und dann war plötzlich der ganze Vault hinüber. Bitte, schmeiß mich nicht raus. Oh, der ist schon lieber. Repariere das Powerrad. Okay, kann man das so reparieren? Nein, wir müssen es wahrscheinlich einmal kurz austauschen. Enter reparieren. So. Haben wir gemacht? Nein, nicht einlagern. So. Erstatte der Aufseherin Bericht. Strampelt jetzt weiter? Der strampelt weiter, das gibt's doch nicht. Was für ein Junge. Hey, Aufseherin! Hey! Ich habe mir die Daten des Powerrads angesehen. Wo denn? Großartige Arbeit. Das Powerrad bringt unser Testsubjekt auf intelligente Weise dazu, alles zu geben. Für das nächste Experiment brauchen wir etwas von draußen. Vault-Tec hat die chemische Forschung an Hallucigen Incorporated ausgelagert. Die Ergebnisse hätten eigentlich schon vorliegen müssen. Da der Postdienst ausgefallen ist, muss eine andere Lösung her. Okay. Jo, ich dachte, hier? Die Welt, wie wir sie kannten, ist verschwunden. Kümmert dich das nicht? Doch, sehr. Deshalb müssen diese Experimente auch erfolgreich sein. Mhm. Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die diese Welt erben, einen guten Start haben. Ja, ja, und das, ja, ja, man merkt das schon an Experimenten, das ist der beste Start überhaupt. Ich bin gleich wieder da. Ausgezeichnet. Hol einfach das Paket für Aufseherin Barstow. Sobald wir das haben, können wir mit dem nächsten Experiment anfangen. Okay. Abgeschlossen. Energie. Und wir holen, wo geht's denn hier raus? Da. Ich schlüpfe kurz in meinen Sonntagsanzug. Und dann geht's weiter mit der nächsten Queste. Begonnen das Wasserloch, besorgte die chemischen Forschungsdaten von Herrn Lüssigen. Das Wasserloch und chemisch macht mir Angst. Das macht mir im Zusammenhang Angst. So, dann gehen wir mal schön raus. Ich hoffe, da draußen sind die Raider immer noch ausgeschaltet. Ist ja schon ein bisschen was her. Wo geht's denn hier hin? Achso, da geht's raus. Preston bewundert dich. Ja, verstehe ich schon. Das ja, ist ein ganzer. Bin ja auch ein ganzer Mann. Ja? Oh. Ich habe gerade mein Notizbuch zerstochen. Ich musste mich nur ganz kurz die fünfte Folge markieren. Gut, wir gehen zu Hallucigen. Vielleicht gehen wir dahin, vielleicht reisen wir dahin. Ich weiß noch nicht genau. Wobei, jetzt habe ich so lange nicht mehr gespielt, jetzt würde ich sogar fast wieder hingehen wollen. Aber es macht aber gar keinen Sinn, weil wir haben nichts mehr zu tun. Wir haben da draußen nichts mehr zu tun. Wir haben sonst alles gemacht. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist eigentlich das Minuteman-Ende. Und das ist ja, wie gesagt, kein richtiges Ende. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, ist es einfach nur das Institut ein bisschen putt machen. Und das war's. Oh nein, die sind alle wieder da. Gut, nicht alle, aber einige. Offenbar nicht alle. Das ist doch scheiße. Ja, finde ich auch. Ich glaube, einige von denen haben wieder respawned. Die zum Beispiel. Was sind die denn? Ich höre Stimmen, aber ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ich vermute mal, die sind da oben irgendwo. Komm schon her, du Wichser! So, der Wichser ist genau hier. Ja, da, ach, der Preston. Die gönnen mir. Gib mir auch was ab. Natürlich. Ah, die ganze Aufregung wegen nichts. Was? Irgendwo noch eine Selbstschussanlage. Ich weiß nicht genau wo. Hier oben eine Hütte, würde ich vermuten. Ist auch noch jemand drin? Nee, hier waren wir doch eigentlich. Ach. Ganze Aufregung wegen nichts. Gut, Wasserloch. Erstens, hier unten ist noch irgendwo einer drin. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. So, und zwar der Arm geht ab, das Bein geht ab. Wir müssen irgendwo da hinten hin. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
Das war knapp. So. Keine Ahnung, wie weit es ist. Da oben wird wieder Patrouille gelatscht. Naja, gut. Vielleicht können wir ja mal. So. Ich hoffe, das war's. Ich habe nämlich ehrlich gesagt nicht so viel Lust, hier großartig Aufriss zu machen. Guck mal, da unten geht's auch noch. Oh, geht's da unten rein. Es wird schwer werden, hier nicht völlig durchnässt durchzukommen. Da geht's nirgends rein, da kommen wir einfach nur durch. Okay, ich dachte gerade, wir haben eine geheime Höhle gefunden. Hab mich gerade gefreut. Ja, so viel dazu. Entschuldigung, dass ich es gewagt habe, mich kurz zu freuen. Tut mir leid, Spiel. Es kommt nicht wieder vor. So, hier kommen wir bestimmt gleich. Da kann uns noch nicht sehen, wir sind unter Wasser. Jetzt ragt das Mützchen. Ich hab hier drüben was. Ist das eigentlich Prestons Stimme? Ich erkenne die gar nicht. Ich hab mit dem ja gar nichts zu tun. So, ich latsche stoisch zu unserem Einsatzgebiet. Ich lasse mich hier nicht unterkriegen, die können mir nichts erzählen. So, ich hoffe nur, dass bei der Vault, wenn wir später wiederkommen, dass er nicht wieder alles respawnt hat. Das wäre nicht so geil. So. Gut, dass wir ein bisschen mehr Ausdauer haben. Wir haben ja wieder Skillpunkte zu vergeben. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, worauf wir die jetzt noch verschwenden können. Ich hätte gern unendlich Ausdauer. Da können wir die ganze Zeit nämlich rumlaufen ohne Ende. Guck mal, wie schön es da flackert hinten dagegen. Ich hätte gern unendlich Ausdauer. Ich guck mal, kann man das machen? Warte, Level up. Ich level uppe mal ganz kurz. Hallo? Da. So, 2 Punkte haben wir uns vergeben. Ich weiß noch nicht genau, was wir hier nehmen sollen. Schmied finde ich eigentlich ganz gut. Rang 2 Mods für Nahkampfwaffen, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich würde gerne mehr Ausdauer haben, aber ich glaube, da ist hier nicht so viel zu holen. Es sei denn, ich guck mal ganz kurz da oben. Ich weiß gar nicht, was ich alles noch geskillt habe. Du erhältst jetzt sofort einen Punkt. Bleimagen. Muss weniger Strahlung durch Essen auf, das ist mir egal. Plus 20 Gesundheit kann es auch egal sein. Medikamentenresistent ist egal. Aquaboy. Keine Strahlung, du kannst länger unter Wasser atmen, ist auch egal. Strahlungsresistent ist auch egal. Adamantium-Skelett. Körperteilschaden nur 30%, das gefällt mir ganz gut. Kannibale. Heile deine Wunden mit dem Fleisch der Sterblichen, das finde ich ganz gut. Das Verspeisen von menschlichen Leichen stellt 25 Punkte Gesundheit wieder her. Das mag ich. Nur aus Prinzip. So, ghoulisch. Deine verlorene Gesundheit wird durch Strahlung regeneriert. Auch das gefällt mir. Solarenergie plus 2 Stärke und Ausdauer gefällt mir auch. Einschüchtern, lalala. Massiertes Feuer. Wird das Feuer massiert? Hört sich schön an. Ab durch die Mitte. Wenn du Powerrüstung trägst, beim Sprinten gegen Feinde läufst, fügst du ihnen Schaden zu, bringst sie zum Taumeln. Ja gut, Sprinten tun wir öfter, aber naja. Wenn du stehen bleibst, dann plus 25 Schadenresistenz, also von deiner bewaffneten, unbewaffneten. Das sollte ich machen. 25% mehr Schaden, das sollte ich machen, festgewachsen. Denn wenn wir schießen, dann meistens aus der Hocke raus, kurz in den Kopf rein, machen noch mehr Damage. Also eigentlich gut. Prügler, jetzt wird's persönlich, Schläge mit Schusswaffen. Weiß ich gar nicht, wie das geht, muss ich mal gucken. Ruhige Hand, immer auf Siege, die Genauigkeit beim Abfangen von Schusswaffen aus der Hüfte ist verbessert. Auch sehr gut. Starker Rücken, groß und schwer, durch viel Übung und Erfahrung verursachen schwere Waffen 50% mehr Schaden. Also ein bisschen was können wir noch machen. Vielleicht nehme ich erstmal den Schmied. Vielleicht nehme ich erstmal den Schmied, dann können wir später noch schöner modden. Na komm, nehmen wir mal den Schmied. Haben wir das auch gemacht. Später vor allen Dingen, so viel später wird es ja gar nicht mehr geben, glaube ich. Ich glaube, so viel später wird es hier nicht mehr geben. Was war das denn jetzt? Wo kam der gerade her? Der ist einfach in die Luft gespawnt und hingefallen. Ernsthaft? Okay. Gut zu wissen. So, hier stand bestimmt eine Powerrüstung. Ich wusste, dass da wieder so ein komischer Mister, nicht Mister Handy, sondern diese anderen Dinger. Ja, das ist jemand. Heute ist wohl mein Glückstag. Heute ist ein Glückstag. Würde ich anders sehen mit dem Glückstag. So, wir haben einen Schuss abgelenkt. Ich dachte nur, wir kriegen hier vielleicht noch. Naja, ist auch egal.
Ich dachte, vielleicht steht da nur eine Powerrüstung rum. Wir haben eh nicht alle Powerrüstungen geholt. Bin ich ganz ehrlich. Haben wir nicht gemacht. Ich habe einige Powerrüstungen noch stehen lassen. Es wäre viel schöner, wenn wir ein geiles Heim hätten. Wo man sich ein bisschen ausrüsten kann. Aber das ist, glaube ich, was für selber, also für Privatspielen quasi. Mit Ruhe und Gelassenheit einfach ein schönes Heim zaubern. Eine Sache, die ich überhaupt nicht vermisst habe. Supermutanten. Die habe ich gar nicht vermisst. So. Wir rennen mal wieder querfeldein. Irgendwo dahin müssen wir. Ach, hier sind wir. Oder war das nicht hier, wo immer die Dingens waren? Wie hießen die nochmal? Die mit ihren Robotern immer rumlaufen, mit ihren Umprogrammierten. War das nicht hier? Ja, vielleicht nicht unbedingt dieser Gleisabschnitt, aber ich glaube, das war tatsächlich genau. Das sage ich doch! Die sind aber nur jetzt erst gespawnt. Was denn da? Die sind aber nur jetzt erst gespawnt. Jetzt kommt das Feuerwerk! Jetzt verreck endlich! Okay. Preston hat uns wieder super geholfen. Ohne Preston hätten wir es nicht geschafft. So, Aggressotron Torso. Ich wusste, die waren hier und dann sind die aber einfach viel später erst gespawnt. Großartig. Sturmgewehr, roter Brustteil, ja, nee. Hey, Preston, danke für deine Hilfe, Mann. Du bist echt super. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen brauchen, bis wir da ankommen, oder? Nächstes Mal mache ich eine Schnellreise. Aber ich wollte jetzt einmal wieder, weil ich nach langer Zeit wieder Fallout spiele, wollte ich einmal hier ein bisschen manuell durch die Gegend klöppeln. Da drüben ist eine Brücke, da gehen wir kurz hin. Ich wollte die Fliegen nicht anlocken. Oh nein. Niemand lacht. Was ist das? Ich schieße ein. Keine Menschen ein. Schießen die auf uns? Offenbar schon. Klopp. Alter, hast du nicht gesehen, was deinem Kumpel gerade passiert ist? Seid doch nicht so dumm, ihr Idioten. Ja gut, sind Supermutanten natürlich. Die haben alle kein Diplom. Wir kriegen das hin. Ganz ruhig. So. Blieb, blieb, blieb. Hab's gerade schon wieder gehört. So, die kämpfen vielleicht gerade gegen Preston. Ist mir aber egal. Keine Ahnung, gegen die wen die kämpfen. Hier sind wir. Wir suchen unseren Weg. Wir sind auch fast da. Wir suchen unseren Weg durch die Ruinen. So. So, hier waren wir ungefähr schon gefühlte 1000 Mal. Wir müssen weiter in diese Richtung. Mach doch nix. Sei froh. So. Ja, er hat sich verpisst. So, hier müssen wir hin. Hallo, Ziegen. Hier waren wir aber auch. Was war das denn gerade? Hier waren wir aber auch schon mal und. Ach, guck mal, wer da ist. Das Selbstmordkommando ist wieder da. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Ah, sieh mal an, die Railroad. Was ist... Bin ich da? Ach so, hier, wenn ich über die Säcke laufe, glaube ich immer, ne? Genau, stimmt ja. Flumpf, flumpf, flumpf. Okay, ich würde sagen... Entschuldigung, General. Hast du kurz Zeit? Ja, das kommt drauf an. Ich speichere mal eben.
Erzähl mal. Achso, ich wollte mit... Hier. Was gibt's denn, Preston? Also, ich weiß, dass ich von dir mit meiner Bitte, die Minutemen anzuführen, fast Unmögliches verlangt habe. Ich hatte nicht das Recht, dich darum zu bitten. Ach. An diesem Punkt war ich wohl einfach verzweifelt. Ich weiß immer noch nicht, warum du eingewilligt hast. Meinetwegen? Wegen des Commonwealth? Oder aus einem anderen Grund? Ist eigentlich egal. Du sollst nur wissen, dass ich zu schätzen weiß, was du getan hast. Sieh dir an, wo wir damals standen und wo wir jetzt stehen. Einfach unglaublich. Ja, damals standen wir vor einer Kirche und jetzt stehen wir hier inmitten von irgendwelchen Leuten. Das ist ja natürlich spannend. Schön zu hören. Danke, es reicht. Sonst noch was? Ja, komm. Ja, sonst noch. Ich frag mal, sonst noch was? Hört sich so unhöflich an, aber... Gibt es sonst noch was, das du mir sagen wolltest? Nein, das war alles. Ich wollte nur, dass du weißt, wie ich mich fühle. Ich habe genug deiner Zeit in Anspruch genommen. Zurück an die Arbeit. Pressi, gar kein Problem. Ganz kurz, wo war meine Lieblingsknarre? Die war es nicht. Oh, die haben wir auch noch. Auch schön. Können wir auch mal ausprobieren? Ich wollte eh die Folge beenden. Wir waren noch gerade Raider. Ich will die Waffe nochmal ausprobieren. Findet sie und tötet sie! Ja, da komme ich jetzt nicht hoch. Müssten hier nicht welche drin sein? Von der anderen Seite festgekettet. Ja, natürlich. Als wären wir da noch nie drin gewesen. Guck mal, der Schuss. Irgendwo hat er gerade einen Raider hier entdeckt. Okay, da hinten ist gerade Fett Party. Hat er gerade... Versteck. Vor mir? Vergessen. Hat der Typ gerade... Natürlich! Die Bruderschaft ist wieder da! Natürlich! Scheiße, was war da? Was zum Teufel? Endstation! Eröffne das Feuer! Für die Minutemen! Juhu! So, Plasma-Kartusche. Das sollten wir nicht dem Plünderern überlassen. Da hat der gerade wirklich einen von der Bruderschaft mit seinem Powerhammer weggehauen. Das nehme ich alles mit. Ich wollte die Waffe nur mal austesten, aber naja, gut, ganz so spektakulär ist es jetzt auch nicht. Schrumpfstrahler wäre auch geil. Und dann drauftreten, wie bei Duke Nukem. Geil. Okay, ich guck mal ganz kurz, die 7 war es, oder? Das hier ist nicht die 7, das hier ist die 7. Ja, oder? Ich glaube, die war's. Hast du das gehört? So, da sind noch drei Raider. Wo müssen wir nochmal hin? Erstens geht's hier nochmal hinter. Das Jack wird dich nervös machen. Das wird sicher. Schätze, die hatte recht. Total sinnlos, was ich hier gerade mache. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich es mache. Ich glaube, einfach nur, um wieder ein bisschen auszutesten. Ach, das hier war das mit... Das waren die zugeketteten Türen. Ah, alles klar. Wollte er gerade sein Messer zücken und ist einfach in einer Blutfontäne explodiert. Scheiß Vorhaben. Shenlys Oyster Bar. War da schon mal drin? Ich kann mich nicht entsinnen. Ich weiß echt nicht, ob wir da schon mal drin waren. So, das war die zugekitterte Tür. Und wir mussten hier irgendwo hin. Da so. Hey, komm schon her, du Wichser! Hast du das gesehen? Das waren ein paar nette Treffer. Das war genau einer. Ein einziger Treffer. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich schreite jetzt durch die Tür. Ladebildschirm dauert ja mal ein bisschen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und zwar bei Hallucigen. Und dann gucken wir mal, was die alte... Wer ist? Was? Oh, Moment. Kurz mal abhusten. Da oben drin wahrscheinlich irgendwo. Aber da kommen wir jetzt eh nicht hin. Sind jetzt noch, sind auch egal. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Hier, komm mal raus. Oder bist du ein verfickter Feigling oder was? Also war ich selber. Okay, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge Hallucigen. Und dann gucken wir mal, was bei Vault 88 sich noch tut. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Und vielen Dank fürs Begleiten durch die Apokalypse. Ciao mit V. Euer Benny Goodman.